Moin Moin Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal von mir, dem Teddy. Heute geht's mal wieder an Capri. Ich bin sehr glücklich, ich war beim TÜV, hab das H-Kennzeichen bekommen, TÜV bekommen, die Felgen mit den Reifen eingetragen, weil die waren vorher noch nicht eingetragen. Ja, da bin ich natürlich schon eine kleine Runde mit dem Schätzchen gefahren. Hat mich auch echt krass überzeugt. Im nächsten Video fahre ich auf jeden Fall mal eine Runde mit dem Ford Capri. Ja, auf jeden Fall ein richtig geiles Auto. Jetzt hat mich das Fieber auf jeden Fall richtig gepackt, mal wieder richtig weiterzumachen und so. Bin auch schon mit meinem Vater eine Runde gefahren. Der hatte die Tränen in den Augen. Ich natürlich auch. Ja, was gibt es in diesem Video zu tun? Wie man sieht, ist natürlich mal wieder Chaos hier. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir eine Lambda-Anzeige ins Auto mache. Das mache ich ganz unauffällig ins Handschuhfach rein. Aber ich würde halt gerne einfach mal wissen, auf was für einen Lambda-Wert der läuft. Nicht, dass der zu mager läuft, zu fett läuft. Und ja, da habe ich mir einfach im Internet so ein Komplettset, sage ich mal, gekauft. Mit einer Bosch, lass mich lügen, Bosch Breitband-Lambda-Sonde, Bosch LSU 4.9. Die wollte ich jetzt installieren. Dazu habe ich mir noch hier so einen Bohrer geholt, damit ich das Loch groß genug in den Krümmer bekomme, beziehungsweise unten mache ich das. Schon noch ein Stück vom Krümmer, aber ja. Also ist im Prinzip, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr selbsterklärend. Das ist natürlich die Lambda-Sonde. Der Stecker ist auch schon fertig. Den Gegenstecker davon mit dem Kabel habe ich jetzt provisorisch schon mal hier lang gelegt. Durch die Originalführung, das muss ich halt ein bisschen dann anpassen, aber jetzt erstmal zum Probieren reicht das auf jeden Fall. Ja, Handschuhfach habe ich auch schon ausgebaut. Das Einzige, was ich jetzt hier dran verändert habe, ist hier, damit ich den Stecker hier durchbekomme, habe ich hier halt ein Loch reingemacht. Aber gut, okay, das ist ja, ne? Das ist ja zu verkraften. Ja. Und danach werde ich auf jeden Fall mal eine dicke Runde drehen. Das freut mich auf jeden Fall. Hier, Handschuhfach ist draußen. Ja, ich verkabel das jetzt erstmal. Und dann hol ich euch wieder ab. So, liebe Freunde, weil ich gestern keine Zeit mehr hatte, ist der nächste Tag. Nächstes Glück, ne? Natürlich draußen wieder richtig am Pissen. Das geht mir ja wieder auf den Sack, das Wetter. Aber zum Glück ist es schon nicht mehr so kalt. Lambda-Sonde habe ich schon fertig eingebaut. Hier das Kabel. Da muss ich mir halt noch eine Lösung überlegen. Ja, dass das schön aussieht. Oder ich gehe unten irgendwo rein. Das werde ich aber noch gucken. Lambda-Sonde unten habe ich auch drin. Natürlich steht er jetzt nicht mehr auf der Bühne. Kann ich euch nicht zeigen. Ich habe da halt ein Loch reingemacht. Ich habe den in Fahrtrichtung links den Krümmer genommen. Also nicht im Krümmer drin, sondern wo die Zusammenführung unten ist. Habe ich ein Loch reingemacht. Dann war so ein Einschweißgewinde war mit dabei. Da habe ich mir von meinem Vater noch das Schweißgerät ausgeliehen. Habe das da dran gebrutzelt. Lambda-Sonde reingedreht. War aber wirklich einfach. Mit dem Stecker bis hier oben gegangen. Sieht man ja. Dann rein. Hinterm Handschuhfach habe ich das Ganze... ganze Elektronik-Quatsch und so befestigt. Hab mir dann Strom genommen. Da braucht man einmal Masse für. Einmal Dauerplus und einmal Zündungsplus. Jetzt habe ich die Lambda-Anzeige. Oh, Digga. Mit diesem scheiß Licht hier drin ist aber auch echt immer so eine Sache. So. Mit der Lambda-Sonde. Also ich habe die jetzt den Monitor. Sorry. Den Monitor habe ich jetzt hier liegen. Ich werde mir aber noch was holen, wo ich das quasi hier drin befestige. Irgendwie ein Halter oder sowas. Das ist auf jeden Fall jetzt nur für die linke Bank die Überwachung. Ich habe halt überlegt, für die rechte Bank auch noch eine Überwachung zu machen. Aber ist ja im Prinzip, klar sehe ich dann besser, ob der vielleicht auf der einen Seite was mager läuft, auf der rechten oder auf der linken. Aber im Endeffekt spielt das ja eigentlich gar keine Rolle, weil ich glaube nicht, dass ich die Kugelfischer Einspritzanlage so einstellen kann, die Zylinder und die Zylinder. Deswegen, ja, wenn mal Geld übrig ist, werde ich mir die Lambda-Sonde nochmal holen.
Und werde das auf der anderen Seite auch noch machen. Ja, funktioniert einwandfrei. Ich mache jetzt mal die Zündung an und dann zeige ich euch, wie das jetzt aussieht. Ich lasse ihn jetzt nicht wieder so kurz laufen. Aber nur, damit er eine Idee bekommt, wie das Ganze so aussieht. Zuerst hat die Lambda-Sonne mir immer nur einen AFR-Wert angezeigt. Aber hinten, unter diesem Aufkleber, war auf jeden Fall hier noch eine Einstellungsmöglichkeit. Da muss man quasi mit einem kleinen Schlitz hoch und dann kann man das ändern, dass man dann auch ein Lambda-Sonnenwert angezeigt bekommt, weil, also ich finde den Lambda-Sonnenwert einfacher, beziehungsweise muss man das dann nicht immer umrechnen. Hier war die Bedienungsanleitung dabei, falls jemand die mal braucht, ne? Ja. Man kann das wohl auch noch irgendwie anders anschließen, dass man einen analogen Ausgang hat oder sowas. Aber den habe ich jetzt nicht benutzt, weil wofür bräuchte ich den jetzt? Und auf der Rückseite, also ausrechnen müsste man den AFR-Wert nicht. Hier gibt es so eine Umrechnungstabelle. Aber ich finde den Lambda-Wert halt einfacher. Und ja. So, dann stecken wir mal den Schlüssel rein. Machen die Zündung an. Jetzt nicht wundern, die Spritpumpe läuft nicht, habe ich abgezogen, damit die Spritpumpe nicht die ganze Zeit läuft. Hier, so sieht das aus, wenn das Lambda-Tool sich fertig macht. Ja, das braucht ein bisschen und da zeigt er eigentlich sofort einen Wert an. Klar, ist ja jetzt nur Sauerstoff, also nur Luft quasi drin. Deswegen der viel zu magere Lambda-Wert, aber wenn das Auto läuft, das habe ich gestern auch schon gehabt, dann zeigt er auf jeden Fall einen anderen Wert an. Aber ich muss mal gucken, wie der Wert ist, wenn der Kaltlauf vorbei ist. Ich habe gerade schon Warmlauf im Kopf gehabt, aber wenn der Warmlauf ist, mal gucken, wie der Wert dann ist unter Volllast und Teillast. Ich finde das halt echt eine geile Anzeige, weil wenn man so eine Anzeige nicht hat, dann weiß man nie, ob das Auto zu fett, zu mager oder was weiß ich, was läuft. Also das finde ich schon geil, dass man sowas kostengünstig quasi nachrüsten kann. Ich habe jetzt für die Lambda-Sonde das Komplettset habe ich jetzt 219 Euro bezahlt. Da kann man eigentlich echt nichts sagen. Vor allem, dass es eine Bosch-Lambda-Sonde ist. Habe auch gesehen, bei Temu und Alibaba und wie der Scheiß da nicht alles heißt, gibt es sowas auch. Aber das wird von früh bis Mittag halten und da bin ich insofern kein Fan von. Klar, wenn man mal so kleine Sachen von Alibaba Express oder sowas ausprobiert, kann man das gerne machen, aber in so Sachen, da muss man schon Qualität kaufen. Wer billig kauft, kauft zweimal, ne? Ich hatte mir ja 5-Tages-Kennzeichen geholt, damit ich zum TÜV fahren kann. Dann bin ich natürlich schon mal eine kleine Runde gefahren. Und dabei ist mir natürlich eine Sache sofort passiert. Hier der Kühlerschlauch, der hier unten am Kühler dran ist, der hier hoch geht, ist mir hier unten gerissen, weil da war eine ganz komische Schlauchschelle drauf. Die habe ich gut festgezogen und dann, die hat sich an der einen Seite, war die ein bisschen umgeknickt, hat sich da in den Schlauch reingebohrt. Und dann ist das Wasser daraus gespritzt. Aber habe ich zum Glück frühzeitig entdeckt und dann, ja, den Schlauch werde ich mir nochmal neu kaufen. Das Stück, wo der Riss drin war, habe ich dann gefixt. Also habe ich abgeschnitten und der Schlauch war noch gut genug. Dann habe ich den draufgesteckt und alles tippitoppi. Ja, im Prinzip gibt es bis jetzt noch nichts Neues. Ich hole ich dann mal wieder ab, wenn das Wetter mitspielt und wir eine kleine Runde Capri drehen. Ne? Also das, ich konnte mich nur noch an meine Jugend quasi erinnern, als ich, boah, wie alt war ich da? Das war sogar gar nicht Jugend, das war Kindesalter. Da war ich 8, 9, 10 Jahre alt oder so. Da ist mein Vater das letzte Mal mit mir mit der Karre gefahren. Also konnte ich mich nicht quasi dran erinnern. Ich wusste halt immer nur, oh, das. Früher als Kind denkt man ja, boah, das ist so schnell, bla bla blub. Heutzutage ist das wahrscheinlich nicht mehr wirklich schnell, aber das Feeling, was das Auto einem gibt, ohne Witz, ich fühle mich wie Wolfgang Petri in den 70ern oder so. Das ist geisteskrank, also weiß ich nicht. Mit den neuen Buden könnte ich, glaube ich, gar nichts anfangen. Das ist einfach nur geil, wie der Klang ist. Klar, der Spritverbrauch ist jenseits von gut und böse so. Wenn man jetzt heutige Autos vergleicht damit. Aber das Gefühl, was das einem gibt, das ist unbeschreiblich. Also echt
Danke, Papa, dass du mir das Ding überlassen hast. Ich werde auf jeden Fall was Gutes draus machen. Klar, jetzt fährt er erstmal, kann man erstmal so fahren, aber die Kleinigkeiten und so, das kann man ja immer alles Stück für Stück alles noch schöner machen, dass man echt einen tippitoppi Oldtimer dann stehen hat. So, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ciao, ciao.